Bring mich nach Megaris. Sofort. Aber ich verstehe nicht. Von allen Orten über die Helios wacht. Warum sollen wir da unseren Hals riskieren? Der Wolf von Sparta ist mein Vater. Okay, unsere Reise fängt also jetzt erst richtig an. Es war alles nur ein bisschen Vorgeplinkel auf der kleinen Insel. Es geht nichts über eine Brise. Muss ich das Deck die ganze Zeit bewegen? Ich weiß die Gelegenheit, um eine echte Seefahrerin aus dir zu machen. Oh, und welche wäre das? Als mich der Zyklop in das Fass drückte, stahlen seine Piraten meine Fracht. Ich kenne ihr Schiff und weiß, wohin sie wollen. Lass uns die Fracht zurückholen. Gut. Bei der Gelegenheit werde ich mir ansehen, was du und deine Mannschaft so können. Wunderbar. Dann legen wir los. Mal sehen, wie sie... Okay, also ich bin immer noch von der Szene gerade so überwältigt gewesen. Wie krass das alles war. Der eigene Vater hat uns die Klippe runtergeschmissen und alles. Und den kleinen Alexius auch. Alter. Also ich bin gespannt, wie es da weitergeht und ob wir unseren Vater jemals nochmal sehen. Okay, ich soll anscheinend zerstöre das Schiff und besorge Barnabas Lieferung. Kapitän am Steuer! Erhöht das Tempo! Okay. Kann ich nochmal das Tempo erhöhen? Was ist das? Ist das diese Fracht? Nee, nee. Oh, nice. Delfine und Haie. Vorwärts! Wir haben Höchstgeschwindigkeit! Alter, das sieht schon sehr, sehr nice aus. Ins offene Gewässer! Achtung, Kollision! Ah, okay. Okay, wir werden angegriffen. Ah, nice. Das ist ja wie... Aua. Wie kann ich jetzt sagen? Feuer? Ah, alles klar. Aua! Okay. Oh oh. Aua! Aua, ich glaube, die werden da mal drauf gehen. Ja, bereit! Oh, da war ein guter Treffer. Los geht's! Wir müssen der Kollision ausweichen! Okay, ein Schiff ist geändert. Oh oh, oh oh, oh oh! Aua, 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 wir sind gleich kaputt! Oh nein, nicht getroffen. Komm noch einmal! Oh oh! Nein, 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 nein! Wir haben es doch schon geschafft! Wir haben es doch schon geschafft! Ja, letzten Speicherstand laden. Ich weiß gar nicht, wo ich zuletzt gespeichert habe. Oh 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 oh! Ich weiß jetzt echt gerade gar nicht, wo zuletzt gespeichert wurde.
Okay, da erwarten uns also noch richtig geile Sachen. Haben wir ja. Haben wir ja. Ich hoffe, das letzte... Wunderbar! Dann legen wir los! Oh, okay, Gott sei Dank. Sehen, wie sich die Segel halten! Macht schneller! Volle Geschwindigkeit! Okay, wir haben eindeutig zu oft gerammt am Anfang. Okay, das ist unsere Reisegeschwindigkeit. Das ist eins von diesen Schiffen, was jetzt wahrscheinlich geändert werden muss, oder? Los, an eure Ruder! Der Ruder! Aber die anderen meinen... Ich wollte gerade sagen, die anderen meinen Schiffe sind aber jetzt weg, oder? Feuer! Oh, die haben Feuerpfeile. Okay, wir drehen mal ganz kurz ein bisschen auf der linken Seite. Spannt die Bögen! Und nochmal. Komm, volle Breitseite. Noch einmal. Okay, drücke A, um sie zu rammen. Alter, geil. Ich habe ein paar gute Männer im Gefecht mit diesen Piraten verloren. Die See ist gefährlich. Jetzt, da sich Sparta und Athen an die Gurgel gehen. Wir müssen weitere Seeleute für die Mannschaft anheuern. Lass uns mit dem besten Schützen anfangen, den ich kenne. Er wird unentbehrlich für uns sein. Okay. Wann können wir ihn treffen? Nun, du wirst ihn überzeugen müssen. Wie meinst du das? Hol ihn an Bord und ich überrede ihn. Ein paar Drachmen sollten es ihm schmackhaft machen. Ich soll ihn also bewusstlos schlagen? Nein, nein. Stell ihn nur ruhig, das sollte reichen. Dann bringst du ihn auf das Schiff und wir unterhalten uns. Alles wird gut, das versichere ich dir. Okay. Spalten, du ein Schiff in zwei Teile, wird dein Schiff teilweise repariert und du erhältst zusätzliche Ressourcen, denen es für Versenken gibt. Okay. Okay, wir sind einfach voll durchgesegelt, volle Kanne. So, Kommando übernehmen. Wir müssen jetzt nach. Okay, dann gehen wir mal in eine Reisegeschwindigkeit. So, dann kann ich mir da ganz in Ruhe das da oben durchlesen. Wir sollen ja den Bogenschützen rekrutieren. Insel befindet sich auf der Küste von Pokis. Okay, sie ist südlich von den heiligen Landen des Apollon. Am Ufer der Insel liegt ein Schiffswrack. Okay, ja, dann wollen wir da mal hin. So, neuer Ort entdeckt, Poseidons Zorn. Ah, da vorne soll man hin, alles klar. Ich sollte mir mit Ikaros Hilfe einen Überblick verschaffen. Er findet mein Ziel. Das ist mein Ziel. Alles klar. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, okay. Hier haben wir noch ein paar Soldaten. Eine Truhe haben wir hier auch noch. Gut. Bereitet euch aufs Festmachen vor! Okay. Ich weiß noch, bei Back to Black gab es hier so ein Seil, wo du dich quasi rüberschwingen könntest. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Okay, da unten sind ein paar. Und das ist unser Ziel da unten. So.
Bootsleute anheuern. Okay, du kannst Personen in der Spielwelt als Bootsleute für dein Schiff anheuern. Nutze einen Niederschlag und andere Fähigkeiten, um sie kampffähig zu machen, bevor du sie fragst, ob sie in deine Besatzung anschließen. Okay. Aha, so macht man das also heutzutage. Nee, ich warte mal, ich will dich nicht anheuern. Jeweils doch schon, aber... Kann ich ihn auch wieder ablegen? Ablegen? Okay. Wenn du bereit bist zu arbeiten, verdienst du auf meinem Schiff viel mehr als hier. Okay, alles klar. Er wird sich sicher gut in der Mannschaft machen. So, Schiffsmenü. Okay, das ist alles neu. Alles neu, alles neu, alles neu. So, das Schiff. Okay, Bootsleute zuweisen. Du kannst Bootsleute für dein Schiff anheuern und zuweisen, um verschiedene Vorteile zu erhalten. Sobald sie zugewiesen worden, schließen sich die Bootsleute deiner Entermannschaft an. Wenn du nicht auf der Adresse hier bist, kannst du sie mit der Fähigkeit Waffenruf rufen, damit sie für dich kämpfen. Oh, sehr nice. So, Arsenal, was haben wir denn hier? Pfeilsalven, Sperrwürfe, Feuerschalen, okay, Waffenschalen. Und wo sehe ich jetzt meine Crew? Ansehen des Schiffs? Okay, Adresse hier aussehen. Keine Galionsfigur und Barnabas Mannschaft. Okay, Zustand, Ramschalen. Und wir gehen mal hier rauf. Was ist das hier? Ist das mehr oder weniger eigentlich nur ein Skin, oder? Das ist das Aussehen, ja? Okay, dann würde ich auch schon gerne bei dem Barnabas bleiben. So, hier oben. Spezialboots, Leute. Ah, hier ist er doch. Pemius, okay. Plus 3% maximalen Pfeilschaden. Ja, anheuern. Achso, gedrückt halten. Okay. Gut, er ist jetzt angeheuert. Alles klar. Okay, da müssen wir uns jetzt auch nochmal ganz genau reinfuchsen. So, was ich aber auch noch trotzdem machen möchte, ich gehe gleich wieder zurück zu Barnabas. Ich möchte mir aber den Schatz da vorne holen. Beziehungsweise auch die paar Leute da mitnehmen. Da bin ich jetzt einfach mal ganz knallhart. Oh, gleichzeitiger Treffer. Aua! Hey! So, mein Freund! Ende im Gelände hier! So, durchsuchen. So, den Schatz will ich auf jeden Fall mitnehmen. Die Drachen können wir bestimmt gut gebrauchen, um unser Schiff eventuell aufzuwerten. So, Schatz geplündert. Okay. Gut, Ort ist auch abgeschlossen, das heißt, jetzt können wir wieder zurück zum Schiff. Oh, was ist denn hier los? Oh nein, oder? Ich hasse sowas. Ja, die haben jetzt alle ein anderes Aussehen. Na gut. Da ist er. Gut, den können wir auf dem Schiff gebrauchen. Wird er uns genügen? Keine Sorge. Wir werden oft genug Gelegenheit haben, weitere Seeleute anzuheuern. Ich habe das Gefühl, dass wir sie brauchen werden. Wir sollten Kurs auf Megaris nehmen. Eine lange Seereise kann entspannend sein, aber wir sind keine schönen Wettersegler. Wenn du dich nach Aufregung sehnst, wirf einen Blick in mein Logbuch. Ich notiere darin alles, was irgendwie interessant sein könnte für tollkühne Seefahrer. Okay, und wie kann ich in diesen Logbuch zugreifen? Ist eine gute Frage. Ach, hier, warte mal, guck mal. Ah, Nachrichtentafel. Das könnte man theoretisch annehmen. Feuerfreiauftrag, ein gefährlicher Weg nach Pukis und Kopfgeld für Handelsschiffe. Okay, diese Händler mit ihren Flotten meinen... sie würden über unseren Marktplatz herrschen. Wenn ihre schicken Schiffe untergehen würden, müssten sie zur Abwechslung mal was bei uns kaufen. Okay.
Das ist hier, Feuer frei. Und was das hier? Läuft ja ein Timer ab. Ja, wahre Frau sucht Unterstützung. Drache für... Okay. Das sind zeitlich begrenzte... Ah, alles klar. Gut zu wissen. Da kann man wahrscheinlich richtig schöne... Seeschlacht machen. Macht euch Segel bereit! So, dann wollen wir mal losgehen. Ich hoffe, dass uns jetzt hier nicht irgendwer feindlich gesinnt ist. Da greift etwas! Da, Olivenholz. Okay, alles klar. Ah, das sieht so traumhaft aus. Sehr, sehr schick. Und es ist eine gute Reisegeschwindigkeit, denke ich mal. Guck mal, die Meterzahlen, die rattern nur so vor sich hin. Achso, wir haben noch einen Fähigkeitspunkt, ja, den müssen wir noch ausgeben. Guck mal, das da vorne, können wir das einsammeln? Wir haben drei Gute. Der Krieg hat das Gesicht der griechischen Welt verändert. Oder Athener, oder Pirat. Oh, da vorne ist auch noch irgendwas. Okay, da vorne ist eine kleine Flotte. Die Athener haben den Zugang zur Bucht blockiert. Bruder bereit! So, vernichte hier die drei Schiffe der Athener-Blockade. Ah, so macht man also den Sperrwurf. So, vielleicht einmal die kleinen Schiffe hier weghauen. Oh, was? So, das zweite Schiff weg. Okay. Ah, ne, okay. War nicht ganz den Reichweite. So, Entern einleiten. Okay. Ah ne, jetzt entern wir da auf die Seite. Okay. Okay, der ist schon weg. Okay, das ging jetzt aber extrem schnell. Was? Minus 10 Startstärke? Okay. Oh, hier ist eine Truhe. Sehr nice. Okay, haben wir das jetzt dadurch schon, was ist hier los? Das geht ja unter. Schnell rüber! Okay. No. Erhöht das Tempo! Da bahnt sich etwas an! So. Jule, jetzt können wir da rüber. Dann können wir die entern. Wir haben auch gerade mal zwei von drei Schiffe.
Achso, das zählt quasi noch nicht als... Okay, Entern einleiten! Nein, 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 nein! Ich will da hoch! So! Ja, komm her, ja! Au, da war zu früh. Ja. Ich krieg mal da auch noch klein. Oh, falsche Richtung. Okay, hier sind ein paar gute, starke Leute dabei anscheinend. Aber ich habe das Gefühl, dass ich hier gerade gegen alles kämpfe, was hier auf dem Schiff rumläuft. Oh, Kopfgelder werden ausgesetzt schon wieder. So, jetzt aber. Entern abgeschlossen. Okay, das war... Ja, von meinem... War überhaupt... Wer von mir hier drüben? Okay, Kopfgeldjäger sind schon wieder auf der Jagd. Ist das jetzt abgeschlossen dadurch? Okay, wir haben es also geschafft. So, sprich mit Nikolaus. Okay. Nehmen wir alles mal mit. Guck mal, hier vorne ist ja unser, den wir angeheuert haben. Ah, hier vorne steht der also. Auf geht's! Wir sind hart am Wind! Hart am Wind, okay. Kopfgelder haben wir schon zwei, ich glaube mal zwei Helme. Gut, ich würde sagen, komm, wir reisen jetzt bis hier vorne noch hin. Machen jetzt einen Stopp. Ja, wir machen jetzt einen Stopp. Okay, stopp, stopp, stopp. Und wir machen an dieser Stelle in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Bumble. Haut rein. Tschüss. The gods have spoken. You shall never leave this island that you call home. You shall never step foot out of your own village to dare and travel the world. You shall live a small, tedious life in the comfort of your home. After all, for every hero, the world needs cowards like yourself. For your entire existence, you shall never have to face danger, to fight for your own life. Nor will you know courage, boldness, or bravery. And in the end, alone, you shall vanish, forgotten for eternity. That is the will of the gods, and your destiny shall be fulfilled.